Auch in Luxusfahrzeugen wie dieses Mercedes E-Klasse Cabriolet kann man den Sound verbessern und im Speziellen dann, wenn man nur ein Standard-Soundsystem drin hat. Wir zeigen euch, wie es geht. In diesem Video werden wir euch drei verschiedene Varianten zeigen, was man in so einem aktuellen Mercedes soundtechnisch verändern kann. In diesem Video konzentrieren wir uns auf die Variante V2, indem wir einen 7-Kanal-Prozessor gesteuerten Verstärker installieren mit 7x65 Watt RMS-Leistung und das auf die Größe, was auch nur mit dieser Mega-High-Technologie überhaupt möglich ist, mit einem Wirkungsgrad von 93%. Das heißt, gerade mal 7% gehen in Wärme über, der Rest wird alles genutzt. Den Verstärker, den werden wir hier unten integrieren, unter der Fußplatte, also man sieht da nichts mehr. Wir kriegen ein neues Frontlautsprechersystem rein, einen besseren Hochtöner, besseren Mitteltöner. Wir installieren einen neuen Center Speaker. Ihr habt zwar hier in dem Fahrzeug einen Center Speaker drin, also da ist zumindest mal in der Mitte des Armaturenbretts, ein Lautsprecher drin, der aber aktuell nur SOS-Funktion ausführt, das heißt keine Musik macht. Wir machen einen Center Speaker rein, der beides macht. Zudem bekommt man natürlich jetzt, was ein Standard-Soundsystem eigentlich von Mercedes nur hat, ein Subwoofer rechts, und zwar ein 16er. Wir machen in diesem Fahrzeug 2x20 cm Subwoofer, jeweils auf Beifahrerseite und Fahrerseite Fußraum rein. Kommen wir mal kurz auf die verschiedenen Soundvarianten, die Mercedes anbietet serienmäßig, und da reden wir davon von dieser Standardvariante, die wir hier haben. Das heißt, das Fahrzeug hat keinen Verstärker drin. Es gibt auch die Advanced-Geschichte. Da ist dann so ein kleiner Zusatzverstärker mit drin, der eigentlich auch nicht wirklich viel Leistung macht, aber halt einfach ein bisschen mehr für den Subwoofer. Dann gibt es natürlich Burmaster und Burmaster 3D. Und in diesem Video reden wir davon von Standard. Bitte keine andere Variante. Für die anderen Varianten werden wir in Zukunft auch noch Lösungen bringen, weil da braucht man einen anderen Kabelsatz dazu, damit es dann auch einfach zum Nachrüsten ist. Wer so ein Fahrzeug hat, der außer Standard was anderes drin hat und möchte trotzdem den Sound verbessern, Leute, geht da aktuell zum Fachmann und lasst es machen, weil das wird dann ein bisschen komplex, solange nicht diese Adaptionsmöglichkeit zur Verfügung steht, die im Laufe der Zeit von Audiotech Fischer noch kommen wird. Sicher stellt ihr euch gerade die Frage, wenn ich jetzt so ein Soundsystem installiere, wie gut ist es eigentlich im Vergleich zu den Mercedes-Teilen? Also ich würde sagen, also Advanced, brauchen wir gerade drüber sprechen. Burmaster, Standard Burmaster, das kostet, glaube ich, so um die 1000 Euro bei Mercedes. Das packt man locker weg, also das ist definitiv besser. Und beim Burmaster 3D, also alter Schwede, das kostet halt bei Mercedes um die 6000 Euro. Ehrlich gesagt, ich mag jetzt hier gar nichts Falsches sagen, das mag sicherlich eine gute Anlage sein. Ich habe die noch gar nicht gehört, ich hatte noch keine Gelegenheit dazu. Insofern mag ich mich dazu nicht äußern, aber wer gibt auch schon wirklich 6000, ist eine Hausnummer, oder? Aber das kostet unsere ja gar nicht. Als ich das erste Mal reingehört habe, um die Standardanlage mal grundsätzlich zu hören von Mercedes, habe ich im ersten Moment gedacht, boah, das ist ja richtig viel Bass da. Aber das lag auch daran, dass der Kunde hier bei Equalizer den Bass auch wirklich schon Vollgas reindreht hat auf plus 10 und die Höhen waren auch irgendwo auf 7 oder was. Also das war alles brutal eingedreht und wir haben natürlich jetzt bei unserer Anlage alles so drin, dass jetzt erstmal alles auf Null ist, eine gewisse Basis da ist, dann kann ich immer noch nach Geschmack ein bisschen mehr Höhen, ein bisschen weniger Bass oder wie auch immer machen. Aber wir haben ja auch noch unsere Lenkrad, nein, nicht unsere Lenkradfernbedienung, aber eine Fernbedienung hier drin, wo ich sogar noch die Bässe unten im Fußraum regeln kann. Aber ich zeige euch jetzt mal alles im Detail, was wir hier einbauen. Hier liegen also jetzt alle Sachen, die wir für euren Mercedes bereitstellen. Und ich werde euch im Laufe des Videos noch einige Informationen mehr geben, wie was funktioniert, warum man das so und so macht. Wir fangen mal an. Wir werden euch jetzt drei verschiedene Versionen vorstellen, die ihr nutzen könnt, wenn ihr dieses Fahrzeug fahrt und euch diese Sache gefällt. Wir fangen mal an mit Version 1, also V1. Das würde jetzt bestehen aus dem Austauschen des Frontlautsprechersystems. Wenn jemand nur
Breitbandlautsprecher vorne drin hat und sagt, naja, ein bisschen bessere Hochton wäre schon besser, weil wir jetzt einen separaten Hochtöner mit drin haben, der auch viel bessere Brillanz ins Auto bringt und einen rechten Tieftöner, also einen Subwoofer im Fußraum drin. Die beiden Sachen auszutauschen, ohne Endstufe, ohne neue Kabel verlegen, ohne irgendwas zu machen, das wäre Version 1. Das heißt, wir haben ein bisschen mehr Bass. Es geht auch übrigens nur ein Subwoofer rechts auszuwechseln, weil die Originalanlage, also wenn ihr keine separate Endstufe einbaut, auch nur ein Subwoofer anschließbar ist. Deswegen nur ein rechter Subwoofer und das Frontsystem. Danach werdet ihr, durch das, dass der Subwoofer eine größere Membran hat als der Originallautsprecher und auch besser abgestimmt ist noch, werdet ihr mehr Bass haben und mehr Brillanz im Hochtonbereich. Die Endlautstärke wird deswegen nicht lauter werden. Es wird einfach nur harmonischer und schöner klingen. Jetzt geht's aber richtig zur Sache und um das geht's jetzt auch speziell in diesem Video. Wir werden die Version 2, also V2, einbauen. Und die besteht aus einem Frontsystem mit separatem Hochtöner, also ein Komponentensystem. Wir werden einen Center Speaker nachrüsten. Das ist mal was Neues bei uns auf dem Kanal. Damit haben wir uns bisher gar nicht so auseinandergesetzt. Aber wir haben beim Mercedes E-Cabrio jetzt die Möglichkeit, einen Center Speaker einzubauen und den auch zu nutzen. Das werde ich euch im Laufe des Videos noch mehr erklären, um was es da genau geht und warum man sowas einbaut. Wir machen beide Subwoofer unten im Fußraum neu rein. Aus einem 16er machen wir jetzt zwei 20er. Das knallt richtig. Und es knallt natürlich auch nur richtig, wenn wir jetzt einen Verstärker einbauen, der auch mehr Dampf hat. Also der nicht nur 4x50 Watt Musikleistung aus dem Autoradio bringt, sondern jetzt auch wirklich 4x60 Watt RMS-Leistung. Also es ist ein Vielfaches von dem, was das Originalradio bringt. Und das Ganze sogar nur angeschlossen mit einem 6-Quadrat-Kabelkit von uns. Also Installation recht einfach. Und das Ding hat sogar einen eingebauten Computer, nennen wir es einfach mal so. Da ist ein Prozessor drin, ein Soundprozessor, der uns es ermöglicht, jedem Lautsprecher die perfekte Frequenz zuzuteilen und richtig geil einzustellen. Das heißt, wir machen hier richtiges Chip-Tuning für alle Lautsprecher, damit wir alles richtig auf Vordermann bringen. Wir haben natürlich dieses Sound-Setup für euch vorbereitet, dass das beim Auslieferzustand bereits auf der Endstufe drauf ist. Und weil wir ja ein Cabrio haben, das Verdeck-Auf- und Verdeck-Zu-Zustand hat, haben wir sogar noch eine URC.3 Fernbedienung mit dabei, wo ihr per Knopfdruck das eine oder das andere Setup nutzen könnt, wenn ihr eben das Verdeck offen habt oder geschlossen fahrt. Könnt ihr dann einstellen, wie ihr möchtet. Jetzt bei V2 und bei V3, kommen wir gleich dazu, liegt immer alles Werkzeug dabei, was ihr braucht. Wir haben Remover, um die Türverkleidung schön zu entfernen. Wir haben Torx-Schraubenzieher, wir haben Klebepads mit dabei, um die Frequenzweichen schön reinzuarbeiten. Wir haben immer ein Textilklebeband mit dabei, damit ihr das hübsch und schön machen könnt. Ein Bitumenband, wir haben noch Dämmmaterial dabei zum Abdichten von speziellen Stellen heißt es. Ihr werdet es gleich im Video sehen, was wir damit machen. Wir haben das passende Lautsprecherkabel für den Center Speaker mit dabei, die passenden Anschlussstecker und natürlich das Stromkabel und das Lautsprecherkabel für die Subwoofer von der Endstufe. Es ist alles drin, was ihr braucht. Das Einzige, was ihr vielleicht daheim noch braucht, ist eine Ratsche, um den Pin für die Sitzschraube rauszumachen, also anzustecken und rauszumachen. Und vielleicht auch einen Kreuzschlitzschraubenzieher. Ich hoffe, sowas habt ihr dabei. Und daheim vielleicht auch eine Schere. Das ist aber alles banal, das habt ihr. Aber alles, was ihr sonst vielleicht nicht daheim habt, haben wir euch drinne. Bei der V3, wie gesagt, ist auch alles Werkzeug dabei. Und noch für die Mercedes E-Cabrio-Version auch ein Komponentensystem für den hinteren Bereich an Sound. Da machen wir aber ein extra Video, damit wir jetzt dieses Video nicht unnötig strapazieren und zeigen euch in dem separaten Video, wie man die hinteren Seitenverkleidungen wegmacht, um auch hinten die Lautsprecher auszutauschen. Bei allen Versionen habt ihr natürlich immer einen Einkaufsvorteil mit drauf, weil wir euch immer Sachen mit dazugeben, wo ihr sonst im Einzelkauf natürlich wesentlich teurer wärt und jetzt richtig sparen könnt. Der
rechte Subwoofer, also Fahrerseitenwoofer, ist auch speziell super von Match aufs Originalradio anzuschließen, weil das ist ein 4-Ohm-Lautsprecher. Es gibt auch einige andere Mercedes-Benz-Lautsprecherset, die schauen genauso aus von der Form, haben aber 2-Ohm-Impedanz. Und die kriegen direkt am Anschluss am Autoradio eventuell ein Problem, beziehungsweise das Soundsystem kriegt ein Problem. Meine Empfehlung ganz klar, wenn dann nur austauschen des rechten Subwoofers, dann aber auch mit dem Match-Subwoofer mit 4-Ohm, ist ganz wichtig. Alle Artikel könnt ihr natürlich auch einzeln bestellen. Wir haben das euch unten im Videobeschreibungstext mit Links entsprechend versehen. Und wer sagt, ich möchte bitte eine Informationsseite mit Kompatibilitätslisten, mit Preisen von allen Artikeln, der geht auf unsere Videoseite. Da sind alle Informationen im Detail drauf. Auch dafür haben wir direkt oben im Videobeschreibungstext den Link für euch drin. Bei V1 und V2, also für die Up 7, Endstufe ist natürlich auch jetzt hier bei uns ein Kabelkit für Mercedes dabei. Der ist jetzt 1 Meter lang, das heißt, wir greifen ja auch den Sound am Original-Autoradio ab. Ihr werdet gleich sehen, wie wir das auseinanderbauen, dass wir da hinkommen, wo wir hinwollen. Und da gibt es jetzt ein 1-Meter-Stück, das ist beim Cabrio jetzt beim V2 und V3 mit dabei. Weil länger muss es nicht sein. Es gibt aber andere Mercedes, wer sagt, ja, es gefällt mir cool, aber ich habe einen anderen Mercedes. Das gibt es natürlich auch mit 2 Meter Stück oder 5 Meter Stück. Da müsst ihr uns einfach mal eine E-Mail schicken oder ihr ruft uns an, wenn ihr euch unsicher seid, was ihr machen sollt. Wir finden die Lösung für euch. Damit wir es nochmal zusammenfassen, unser Mercedes V2 Komplettset besteht aus eine 7-Kanal-DSP-Endstufe von Match, die Up 7, ein komplett neues Mittelhochtonsystem für die vorderen Türen, einen neuen Center-Speaker, den dein Auto vorher noch gar nicht hatte, 2 von diesen richtig schicken Subwoofern für den Fußraum, einen Plug-and-Play-Kabelkit, damit du es ganz einfach beim Anschließen hast. Eine Fernbedienung, damit du die Klangeinstellungen verändern kannst. Ein komplettes Set Remover Tool, um deine Türverkleidungen schonend zu entfernen. 4 verschiedene Torx-Schraubenzieher, damit auch alle Schrauben lösbar sind. Unser mega cooles Durchzugsband, damit du die Kabel easy durchs Auto ziehen kannst. Eine passende Nuss, damit du die Schrauben von deinen Sitzen lösen kannst. Gewebeklebebandstreifen, Bitumenband, Textilklebeband und Bitumenmatten zum Dämmen. Lautsprecherkabel und Quetschverbinder für deinen neuen Center Speaker. Und ein perfekt eingestelltes Setting für deinen Mercedes. Dann fangen wir mal an. Und bevor wir das Auto aus Sicherheitsgründen stromlos machen, bringen wir es mal in den Zustand, wie wir auch gerne arbeiten würden. Das bedeutet, wir machen jetzt mal alle Fenster nach unten. Dann tun wir uns nachher leichter dran zum Kommen. Und wir machen natürlich das Verdeck runter. Jetzt müssen wir den Motor anmachen. Halt. Fenster runter, Motor aus und wir müssen auf den Sitz gleich mal achten. Also den Sitz werden wir jetzt lösen und danach machen wir erst den Strom weg, weil wir müssen den Sitz noch nach vorne und nach hinten schieben. Und erst wenn der soweit gelöst ist, dann machen wir auch die Batterie los. Auch den Sitz müssen wir jetzt bereits loslösen, solange die Elektronik noch dran ist, weil wir müssen den Sitz elektronisch verstellen. Und die hinteren Schrauben machen wir nur zur Hälfte auf, also wir müssen die gar nicht ganz rausdrehen und die vorderen machen wir ganz raus. Dann lässt sich der Sitz später trotzdem noch so neigen, für das reicht es dann allemal und dann bleibt der Sitz gleich auf Position. So. Jetzt nochmal den Sitz ganz nach hinten und in der Position bleibt er dann auch für die weitere Herangehensweise für uns. In dem Zustand können wir nämlich jetzt auch später den Sitz so weit nach hinten kippen, dass wir den Teppich später unten rausmachen müssen. Da müssen wir noch dran. Aber jetzt machen wir das Fahrzeug erstmal stromlos. Beifahrerseite bitte nicht vergessen. Ebenfalls hinten zur Hälfte lösen, vorne die ganzen Schrauben rausmachen. Also was ist die ganzen? Die 2. Und dann lässt sich der Sitz ebenfalls so nach hinten klappen. Die Batterie befindet sich hier unter diesem Teil. Das kann man so aufmachen und komplett rausnehmen. Genau, da muss man auf Seite legen. Und hier drunter ist der Pollenfilter oder sowas. Das lässt sich hier entriegeln. Genau. Rechts und links einmal weg. Und dann kann man das ganze Ding schon rausnehmen. Und hier haben wir natürlich unsere Plusversorgung, Minusversorgung und die Minus. Den Minuspol, den klemmen wir jetzt komplett ab. Und machen den
auf die Seite. Damit ist das Auto jetzt stromlos. Als nächstes machen wir die Türverkleidung weg, damit wir die zwei Lautsprecher hier entsprechend einbauen können. Dazu brauchen wir ein stumpfes Werkzeug, um den Deckel hier zu entfernen. Darunter verbirgt sich jetzt ein 30er Torx, genauso wie einmal hier drunter und einmal noch hier drinne. Die Verschraubungen haben wir also jetzt gelöst. Jetzt können wir hier hinten drinne mal reinfahren und mit dem Entriegelungswerkzeug, das wir euch ja im Set mit dazulegen, stumpfes Werkzeug hinten rein, da verkratzt ihr keinen Lack und gar nichts und könnt langsam aber sicher die Türe entklippen. So, einmal ringsrum. Eine Schraube vergessen, unter dem Airbag-Schild, das könnt ihr so rausmachen. Da verbirgt sich auch noch ein 30er Torx, es sind vier Schrauben, mein Gott. Wer will da so kleinlich sein, aber so lässt sich die Türverkleidung einfach leichter entfernen. Und jetzt können wir die Türverkleidung so leicht nach oben rausziehen und haben sie auch schon in der Hand. Teil für Teil können wir natürlich jetzt rausmachen. Hier wäre zum Beispiel unser Entriegler oder unser Schließer. Dann haben wir hier den Entriegler, den können wir hier so herziehen und rauslupfen. Dann ist der auch schon mal weg. Jetzt haben wir hier, das ist unser Mitteltöner. Da ist so ein kleiner Knipp zum Wegmachen und da unten sind jetzt auch nochmal drei solche Steckerchen, die alle problemlos wieder in die Stelle einsetzbar sind, weil die sind alle kodiert. Man kann die gar nicht später wieder falsch einstecken. Wie unschwer zu erkennen ist, hier ist ein Airbag, ein ganz toller. Wir machen aber hier an der Türe überhaupt gar nichts, wir machen das nur an der Türverkleidung. Und für alle Pins, die eventuell jetzt noch drinnen geblieben sind beim Entriegeln, da könnt ihr dann dieses Material hier nehmen, unsere Entriegler, mit dem Hohlraum, damit wir die Clips wieder rausziehen können. Bei unserem Mercedes E-Cabrio haben wir hier Mitteltöner, Hochtöner. So sieht es auch von außen aus. Es gibt allerdings auch von Mercedes Fahrzeuge, da schaut es vielleicht sogar von außen so aus, wie wenn da zwei Lautsprecher drin wären. Aber für den Hochtöner ist überhaupt gar keine Vorbereitung da. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr geht zu Mercedes und bestellt eine neue Zwischenplatte, die dann für den passt. Das nennt sich dann die Montageplatte für Burmester-Anlagen. Also das ist praktisch die gleiche Montageplatte, die auch für Burmester wäre. Oder ihr nehmt einen Koaxiallautsprecher, den habe ich euch schon vorher gezeigt, und tauscht lediglich den hier aus. Das heißt, wir haben halt im Hochtonbereich nicht das 100% Limit erreicht, aber wir bei unserem Mercedes, beim E-Cabrio, haben hier einen Hochtöner. Der Hochtöner lässt sich hier rausklicken, da braucht ihr nur mit einem schmalen Schraubenzieher reinfahren, haben wir das Ding schon in der Hand. Den Mitteltöner könnt ihr mit dem Entriegelungswerkzeug rausmachen, das wir euch mit beilegen. Da kann man hier unten gemütlich reinfahren und das Ganze aus diesen Gummimuffen hier rausholen und auf die Seite legen. Wir könnten natürlich jetzt unsere neuen Lautsprecher hier reinmachen und sagen, ja gut, dann sind wir doch schon fast fertig. Ja, rein theoretisch. Wir haben hier den Hochtöner, unser neuer Match, der passt hier exakt rein, lässt sich reinklicken. Wir machen es jetzt aber besser. In unserem Sorglos-Paket für euch liegt natürlich auch 1 Meter Bitumenband mit dabei, damit wir diesen Bereich jetzt abdichten können. Durch das, dass das hier dran praktisch nach unten durchstrahlt und nach vorne gar nicht einheitlich dicht ist, machen wir das jetzt noch zusätzlich besser dicht, und zwar mit Bitumenband. So schaut es aus, wenn man es ringsherum abgedichtet hat und der Schall jetzt nur noch durch das Gitter nach vorne raus kann und sich nicht irgendwo nochmal unten drin verteilen kann. Und jetzt können wir natürlich auch den Lautsprecher gleich reinmachen, in die Führung stopfen, in die Gummitüllen, hier richtig schön fest reinmachen. Und damit ist der Lautsprecher, der Mitteltöner, schon drin. Der Hochtöner lässt sich ja reinklippen, aber auch hier machen wir ein bisschen Bitumenband und zwar eine ganz dünne Schicht außenrum, damit wir das jetzt mit wie so ein Kautschuk hier reinmachen können, damit das überhaupt nicht wackeln kann. Ja?
Der André, der Original, hat hier ein bisschen Spiel gehabt und kann natürlich auch wieder vibrieren anfangen. Das ist hier alles unterbunden. Nachdem wir jetzt die Lautsprecher bereits schon drin haben, kommt jetzt nächster Step, Frequenzweiche reinmachen. Und dazu gibt es einmal den Anschluss hier am Mitteltöner, einmal an die Hochtonschicht. Das ist alles nur zum Zusammenstecken. Und das ist unser neuer Anschluss, den wir jetzt nachher am Auto wieder an der Türe festmachen. Das da dran müssen wir jetzt bloß noch schön zusammen machen und ordentlich hier drin verstauen. Wir liefern euch ja auch dieses Textilklebeband mit. Hier können wir die Kabel wunderschön zusammen machen. Das schaut nachher auch im Gesamten natürlich ein bisschen hübscher aus, als wenn man einfach nur Kabel rumhängen lässt. Ich werde euer Setup so einstellen, dass ihr diesen Schalter bitte bei 0 dB lasst. Und dann wird euch der Hochtöner nicht zu laut werden, weil ich das extra für euch so an der Endstufe nachher einstelle. Wir nehmen jetzt nochmal eine ordentliche Lage Bitumenband, für was das alles da ist, und können das jetzt hier mal so reinkleben oder befestigen, damit das jetzt hier nicht mehr klappert. Da unten könnt ihr noch was klappern, also machen wir da nochmal Bitumenband drunter. Damit ist das jetzt erstmal klapperfrei. Damit es aber so bleibt, legen wir euch ja auch diese Klebestreifen mit dabei. Das sind extra Gewebebänder, die sehr stabil sind und vor allem sehr gut kleben. Und die können wir jetzt hier einmal festkleben. Und dann nehmen wir das Kabel gleich, machen alles hier zusammen und kleben das hier rein. So. So, damit ist das ganze Ding jetzt hier schon mal fix dran. Damit wir vorsorglich wirklich die Dämmung hinkriegen, zumindest dass diese kleinen Vibrationen weg sind, würde ich sagen, wir legen euch ja extra dieses Bitumen, die Bitumenmatten hier mit drauf. Die können wir uns ein bisschen zurechtschneiden. Ihr braucht da wahrscheinlich nicht alles, aber wir legen euch genug rein, um zum Beispiel jetzt all das hier ruhiger zu kriegen, indem wir eine einzige Matte hier tatsächlich drüber kleben, damit die ganzen Einheiten hier besser miteinander verbunden sind und noch weniger Geräusche geben können. Sollte das Fahrzeug mal zum Servicefall in die Werkstatt müssen und tatsächlich jemand sagen, ja, aber da ist ja was gemacht, hält sich das wenigstens in Grenzen hier. Diese kleine Matte, die kann man tatsächlich jederzeit wieder wegmachen, wenn es drauf ankommt, aber zumindest ist es richtig ruhig so. Wir haben das jetzt ruhiger gestellt, also jetzt merkt man auch, das sind eigentlich keine Schwinggeräusche mehr oder so Scheppergeräusche. Ich muss euch auch darauf hinweisen, da war ein Airbag im Auto drin, gell? Dass ihr hier, da wo der Airbag nachher aufplatzt, richtig Bitumenband reinschmiert und Bitumen-Dämmmatten, nur weil man zu viel hat. Lasst das bitte sein an der Stelle. Auf gar keinen Fall hier irgendwas zusätzlich anbringen. Das könnte kontraproduktiv sein. Hier in dem Bereich passiert überhaupt gar nichts. Das sind ja auch schließlich Schalter von Mercedes schon. Und es gibt auch andere Montageplatten bei anderen Fahrzeugmodellen, die dann tatsächlich ineinander aufgeschraubt sind, wo man schon an der Seite sieht, da ist so ein Luftspalt. Da könnt ihr mit dem Bitumenband und mit dem Dämmmaterial wunderbar alles schön zumachen, aber macht davon nicht zu viel irgendwo über die Türverkleidung hinweg. Nicht, dass wir da in einem Bereich drin sind, wo wir gar nicht hinwollen. Das langt völlig aus. Jetzt ist alles fertig und wir haben einen Anschluss für beide Sachen, weil wir fahren hier in dem Fall über die Frequenzweiche und bedienen mit einem einzigen Kabel Mitteltöner und Hochtöner. Und das stecken wir nur an einem an, und zwar an dem beigefarbenen. Und das andere, das war der alte Hochtöner, könnt ihr euch daran erinnern, beim Abstecken, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Das ist auch genau das gleiche Signal, was auf dem hier drauf geklemmt ist. Und den brauchen wir jetzt nicht mehr. Den können wir schön hier mit reinpacken, damit der nicht zum Klappern anfängt. Und jetzt können wir auch die ganze Türverkleidung wieder dran machen, genauso wie wir sie weggemacht haben. 30 bis 40 Minuten habe ich jetzt gebraucht, diese Mitteltoneinheit auszutauschen. Also einmal Türe weg, Türe wieder dran, alles fix und fertig. Das gleiche natürlich auf der anderen Seite. Und jetzt kommen wir zum Bassmonster. Naja, wollen wir mal nicht übertreiben, aber jetzt geht's richtig in die Launengeschichte. Den bauen wir jetzt da unten in den Fußraum ein, auf der Fahrerseite, nachher natürlich noch auf der Beifahrerseite. Und das bauen wir jetzt auseinander. Relativ leicht ist es, diese Schwellerverkleidung zu entfernen. Die nimmt man nämlich nur hier raus. Das war's, also wirklich, ich habe da nichts vorbereitet. So geht es beim Mercedes, das ist alles nur hier reingeklippt. Genauso leicht geht es nachher wieder rein. Wir müssen jetzt noch
das hier wegmachen, okay, und jetzt machen wir das Gaspedal weg, das ist mit zwei 13er Schrauben festgemacht. Das ist ein elektronisches Gaspedal, das wir hier abstecken können. Und dann haben wir das Gaspedal in der Hand. Damit wir den Teppich ganz problemlos nachher rausziehen können, machen wir jetzt da oben diese Verkleidung noch weg. Da unten ist eine Schraube hier und eine Schraube da. Die machen wir jetzt mal lose. Das sind 15er Torx. Hier können wir jetzt das runterziehen und schon mal die Schalterchen hier wegmachen, die Stecker. Einmal, was haben wir noch? Hier ist noch ein Steckerchen drin, das kann man weglösen. Und den genauso. Also. Hier unten ist der Entriegelungshebel von der Motorhaube und da ist noch eine Kreuzschlitzschraube unten drin, die müssen wir wegmachen. Und jetzt können wir den rausnehmen und hier entriegeln. Und jetzt können wir das ganze Ding da durchstecken. So, siehst du, das habe ich gerade hier da durchgezogen, durch die Ding hier und unten wieder festgeschraubt. Das muss nachher auch an der Stelle wieder eingehängt werden. Also mit dieser Kralle hier, die muss nachher hier drin sein, ja, sonst hebt das nicht mehr. Also da müsst ihr aufpassen beim wieder zusammenbauen. Jetzt können wir noch den Stecker hier lösen mit dieser Verriegelung und können den rausnehmen. Und damit haben wir alles gelöst, um diese Verkleidung wegzunehmen. Jetzt brauchen wir ein bisschen Muckis. Naja, zu viel auch wieder nicht, aber jetzt machen wir den Teppich raus. Und dazu tun wir den Sitz jetzt ein bisschen nach hinten legen. Ihr seht schon, jetzt kann ich den Teppich hier nach vorne rausziehen. Und da an der Seite, hier, ist es ein zweiteiliger Teppich. Hier hinten geht ein anderer Teppich weiter. Ihr könnt den jetzt da unten rausziehen. So, und damit haben wir den auch, seht ihr, hier auf der Seite schon. Und jetzt können wir den ganzen Teppich hier unten rausziehen und haben den in der Hand. So sieht ein Mercedes unterm Teppich aus. Schöne Kabelkanäle, alles schön aufgeräumt. Naja, und wir machen jetzt da hinten den Subwoofer raus. Also, wir machen jetzt die Verkleidung raus, da kommt unser Subwoofer rein. Jetzt machen wir genau 3 10er Muttern weg. Jetzt nehmen wir die letzten paar Millimeter nehmen wir noch so weg, dass wir gar keinen Druck auf der Schraube drauf haben. Jetzt haben wir sie. So, und jetzt machen wir den Deckel hier weg und haben das hier. Ihr schnappt euch jetzt den Subwoofer für die Fahrerseite und zwar den passenden. Ja, die sind unterschiedlich rechts und links. Wir können hier gleich das längere von beiden Subwooferkabeln anstecken. Liegt ja im Set von den Subwoofern dabei. Und können den schon mal reinschrauben. Einsetzen und mit den gleichen Schrauben wieder reinmachen, wie das die Originalabdeckung dran war. Und festschrauben. Jetzt machen wir das Kabel vom Subwoofer noch hier an dem Kabel vom Gaspedal fest mit unserem Textilklebeband und machen es schön und fahren mal hier rüber und können das hier nach oben Richtung drüben legen. Kommen wir zu unserem Center Speaker. Den bauen wir gleich aus, aber wir können unseren neuen Center Speaker jetzt gleich vorbereiten. Wir haben 2 Schwingspulen. In einer steckt man den Stecker an, der auch im Fahrzeug bereits drin ist. Der ist aber nicht für die bisherige Musik zuständig, sondern ausschließlich für das SOS-Signal, um die SOS-Funktion zu gewährleisten. Wir haben jetzt einen neuen Lautsprecher mit 2 Schwingspulen. Das heißt, wir haben jetzt einen zweiten Anschluss, wo wir jetzt mit einem weiteren Kabel auf unsere Endstufe gehen können und dieser Center-Lautsprecher ab jetzt auch Sound macht. Ich habe das Kabel hier gleich vorbereitet mit 2 Quetschverbindern, liegen ja im Lieferumfang mit dabei. Wir nehmen jetzt das markierte Kabel als Minus und machen das hier mit drauf. Das heißt, wir brauchen jetzt hier eine Mama und hier dann dementsprechend einen Papa
Und jetzt können wir das dann später im Auto direkt so zusammenstecken. Und unser markiertes Kabel ist jetzt unser Minus. Und das legen wir jetzt rein und machen erstmal den alten, originalen Center Speaker raus. Schon lässig so E-Cabrio. Aber jetzt machen wir den Center raus. Und zwar brauchen wir hier nur mit einem stumpfen Werkzeug, hier vorne mit einem stumpfen Werkzeug rein. Und hier ist alles nur geklippt. Können wir schön nach vorne rausheben. Klick, klick. So, und nach vorne rausziehen. Nach vorne raus, an die Windschutzscheibe sind es also diese Krallen, die bloß rausgezogen werden. Und das waren die ganzen Clips, die das Ding ringsrum halten. Weg damit. Den Center machen wir genauso raus wie unser Mittelhochtonsystem an der Türe. Das ist alles nur in diese Gummimuffen gesteckt. Das war's und den klippen wir natürlich hier auch aus. Zack. Unser neuer Center. Das heißt, wir stecken jetzt unseren alten Center genauso an wie gerade eben. Hier. Damit haben wir unsere SOS-Funktion schon alles wieder drin. Und wir machen unser Kabel, können wir hier rüberlegen. Das ist echt alles total geil und easy hier. Jetzt sehe ich nichts mehr. Wo geht's denn da weiter? So. Und den machen wir da rein. So. Mega cool. Unser Lautsprecherkabel, das können wir jetzt hier durchziehen. Kommen wir schon mal bis darüber. Und von hier können wir schon fast durchlangen, das Kabel von unten gegenziehen. Und dann haben wir schon ganz unten da, wo unser Subwoofer-Kabel ist. Hier ist mein Kabel. Dann können wir das mal alles schön nachziehen und oben festmachen. Hier alles mal festmachen. So, das war's. So, das Ganze wieder hier einsetzen. Kommen wir zur Beifahrerseite und da tauschen wir jetzt den rechten Woofer aus. Und dazu nehmen wir natürlich logischerweise das linke Kabel, also das kürzere meine ich, nicht das linke. So, und wie geht das jetzt da rein? So geht das rein, klick. Und wir bauen das jetzt genauso auf und auseinander wie auf der Fahrerseite. Ganz entspannt die Sachen hier wegnehmen. Einfacher geht's wirklich nicht. Und da können wir jetzt auch den Teppich wegnehmen, unten aus der Führung rausnehmen. Natürlich machen wir hier auch die AMG-Matte raus, kann man das besser hier wegmachen. So, und jetzt ziehen wir den ganzen Teppich wieder da unten raus. Die Fußplatte, die machen wir jetzt hier raus mit drei Schrauben mit einer 10er Nuss. So, und jetzt können wir das Ganze hier rauslupfen. Warte mal, der muss da oben raus. Genau, da haben wir ihn schon. Und jetzt müssen wir an den Woofer dran, genauso wie auf der Fahrerseite. Nur, dass wir hier noch zwei, drei Schrauben lösen müssen, um dieses Blechkonstrukt hier ein bisschen auf die Seite machen zu können. Und da brauchen wir ebenfalls eine 10er Nuss. Jetzt haben wir hier mal eine, da hinten noch mal eine und da unten drin eine. Die müssen wir jetzt lösen. Jetzt können wir das Ganze hier ein bisschen loslösen. Genau. Was haben wir noch? Oh, wir haben noch eine. Sorry, eine vierte ist hier noch drin. Nee, gar nicht gesehen, nicht dran gedacht. So. Und dann haben wir das ganze Blechteil schon entfernt. Und soll ich euch was sagen? Ich habe hier die falsche Schraube aufgemacht. Die da, die können wir drin lassen. Die befestigt dieses Verteilerteil auf dem Blech. Die lassen wir drin. So, jetzt haben wir es richtig. Und jetzt können wir natürlich das ganze Ding hier ein bisschen loslösen. Da oben ist der Stecker von unserem Subwoofer. Den brauchen wir jetzt übrigens nicht mehr, weil das ist jetzt die alte Originalverkabelung. Den müssen wir nachher auf die Seite binden. Damit wir jetzt nachher da oben an die Schraube zum Woofer lösen auch noch dran kommen, müssen wir tatsächlich das untere Teil noch wegmachen. Und da sind genau wie auf der Fahrerseite, hier noch zwei Schrauben.
dann können wir den Deckel auch hier runterlupfen. So, und jetzt haben wir den hier draußen. Können wir das auch nochmal ausstecken. Und jetzt zeige ich euch noch was. Alles weg. Falls ihr euch jetzt auch gerade gedacht habt, warum geht denn das hinten nicht raus? Hier, das ist das Rätsels Lösung. Das Ding muss ein bisschen auf die Seite geschoben werden. Das ist wie so ein Widerhaken, der da oben drin ist. Der muss weggebogen werden und dann nach unten raus. Also das Ding muss praktisch aus der Führung oben raus. Ansonsten alles kein Problem. Jetzt nehme ich gleich eine ganz lange Verlängerung, um die Schraube da hinten drin zu lösen. Ja, man muss schon aufdrehen. Und die anderen zwei natürlich genauso. Jetzt können wir mit dem Remover-Tool da reinfahren und unseren Tieftöner hier rausholen. Den befreien wir jetzt, diesen alten Schindling. So, da ist er. Hier ist er. Weg damit. Und jetzt hängen wir unseren neuen Subwoofer hier wieder mit ein und verschrauben den. Juhu! Jetzt kommt unser gelbes Mega-Durchzugsband zum Einsatz. Wir ziehen das hier so durch, können das hier, das kann ich fast blind machen, darüber und nimm das auf der anderen Seite und mach da meine Kabel fest und zieh es wieder zurück. So einfach ist das. Wo ist mein Isolierband? Hier. Hier kann ich nämlich jetzt meine Kabel, also mein Subwooferkabel und mein Center Speaker Kabel mit anbinden. Ja, schön eng, damit sich das nicht beim drüben Aufziehen durchlöst. Und jetzt können wir unser Kabel wieder zurückziehen. Ich nehme das da und ziehe mein Kabel durch und hab's hier. So, kann ich das Kabel auch gleich noch ein bisschen mehr. Auf der Fahrerseite sind wir jetzt komplett fertig mit Lautsprecher einbauen, Strippen durchziehen. Das war eigentlich auch gar nicht so viel. Jetzt mache ich den Teppich wieder rein, mache auf der Seite schon mal wieder alles zu. Den Rest machen wir nachher nur noch auf der Beifahrerseite. Und wir machen jetzt dann natürlich auch noch die Mittelkonsole auf, um das Multimedia-Gerät vom Sound abzuzapfen. Bauen wir die Mittelkonsole auseinander. Und dazu machen wir hier Knöpfchen und machen diese zwei Nippel. Die können wir wegmachen, ganz easy. Ja. Darunter kommen zwei Schrauben raus und die machen wir mal auf. Jetzt können wir das Ganze hier rauslopfen und abstecken. Jetzt kommen hier zwei neue Schrauben raus. Machen wir auf. Und jetzt, ta-ta-ta-ta, kann ich die ganze Mittelkonsole rausnehmen. So, jetzt habe ich sie schon in der Hand. Was jetzt ein bisschen viel ist, das sind ganz schön viele Stecker darunter. Ihr braucht aber keine Angst haben, wir können die Stecker jetzt alle abstecken und jeder Stecker hat nur einen bestimmten Steckplatz. Das heißt, ihr müsst halt beim Zusammenstecken wieder den richtigen Steckplatz finden. Ist jetzt aber keine so eine riesenschwere Aufgabe. Das ist ja wie Memory oder Malen mit Zahlen. Ja, fangen wir doch mal an. Nummer eins, zwei. Der ist so zum hier runterdrücken und dann den Riegel rüberschieben. Damit löst er sich komplett raus. Und nochmal ein Stecker hier. So, jetzt geht's aber weiter. Da oben haben wir noch einen. Also passt bitte auch drauf auf, dass diese ganze Sache hier schön auf so einem Stoff drauf ist oder so. Dann kann nichts passieren. Und jetzt können wir weitermachen. Nochmal einen. Den da hinten zieht ihr bitte nach die Richtung ab. Ja? Also so ist der eingesteckt. Und was haben wir noch? Drehen wir das Ganze mal um. Da oben haben wir noch zwei. Die zwei hier, das sind von der Ambiente-Beleuchtung. Die müssen wir in die Richtung rausdrücken. Seht ihr das? Also die sind nur hier so aufgesteckt. Genauso wie der hier. So, das war's. Den noch raus. Und da unten sind noch zwei drin. Ja, das sind schon ein paar Steckerchen. Aber eigentlich auch alles halb so wild. Es sind halt auch viele Funktionen, die wir jetzt mit einem Mal aus dem Auto rausnehmen. Darf ich vorstellen, euer Autoradio. Es schaut zwar nicht so aus, wie man so gewohnt ist, aber das ist die Blackbox. Hier wird alles gesteuert, hier müssen wir dran. Auf der anderen Seite, da hinten drin, sind die Kabel. Und wir haben jetzt genau eine Schraube
rechts und eine links hier hinten drin, die wir rausdrehen müssen. So, und weil wir ja schlau sind, haben wir jetzt ein bisschen Bitumenband auf die Spitze von unserem Torx drauf. Dass, wenn die Schraube gelöst ist, dass die nicht irgendwo da hinten runterfällt, sondern dass die gleich am Torx hängen bleibt. So. Und jetzt können wir das Autoradio hier rausziehen. Bisschen nach oben, also nach oben entriegeln und dann nach unten ziehen. Und damit das Ganze hier ein bisschen flexibler wird, machen wir das hier nochmal auf. Nehmen den Innenstoff hier, den nehmen wir raus, samt dem, was da auch immer noch drin ist. Das legen wir auf die Seite. Und da drin ist jetzt eine einzige sichtbare Torx. Die machen wir auf. Und jetzt haben wir noch eine 10er Nuss hier und eine 10er Nuss hier zum Aufmachen. Und dann können wir die ganze Mittelkonsole auch ein bisschen bewegen. Und damit haben wir jetzt echt Luft. Nur um das ein bisschen nach hinten zu ziehen. Wir brauchen sonst hier nichts lösen. Sondern jetzt können wir das Autoradio hier nehmen und das muss jetzt über diese Kante noch hindurchgezogen werden. So, da können wir nämlich mit unserem Remover-Tool so einen kleinen, wie sagt man dazu, so eine Rutschhilfe bauen. So, und jetzt haben wir draußen, da ist unser Autoradio. Jetzt können wir unser Autoradio ein bisschen rausziehen hier, die Mittelkonsole wieder nach vorne. Mal kurz wieder auf Position bringen. Jawohl, das war's schon. Und jetzt haben wir das Autoradio und das können wir jetzt ein bisschen drehen. Und das da dran ist unser Quadlock-Stecker. An den müssen wir jetzt dran. Und den lösen wir in dem Moment, wo wir diese Kralle hier ein bisschen zusammendrücken und dann nach oben schieben und ganz rausnehmen. So, das ist genau das Teil, das wir brauchen. Und wir müssen jetzt diesen Stecker hier quasi zwischen reinstecken und das ist, dann müssen wir jetzt den entriegeln, wo ist denn mein kleiner Schraubenzieher, hier ist er, den müssen wir jetzt hier rausnehmen, das ist nämlich nur in dem großen Stecker der kleine Stecker, so, und den müssen wir einmal hier entriegeln, so, und jetzt können wir den nach oben rausschieben und haben den schon in der Hand, da gehen wir jetzt mit dem hier drauf, der ist kodiert, man kann den nicht falsch zusammenstecken. So. Und den neuen, den stecken wir genauso wieder da rein. So, der ist schon drin. Zack, das war's. Und das haben wir jetzt dazwischen gesteckt. Die Stromkabel, die müssen wir, wie schon mal ganz kurz erwähnt, wegbinden. Die bräuchten wir bloß, wenn man eine andere Endstufe dran macht. Die kleine M5 DSP, die machen wir aber gar nicht dran. Deswegen ist das hier der gleiche Kabelkit für zwei Endstufen, aber bei dieser Endstufe brauchen wir das alles nicht. Wir isolieren das alles, packen das hier schön dran und ziehen das Kabel hier vom Radioschacht direkt runter in unseren Fußraum rein. Ende Gelände. Okay, und jetzt können wir das Kabel hier durchführen und wir sind schon da, wo wir die anderen Kabel auch durchzogen gehabt haben. So. Da ist unser Kabelstück. Das können wir so weit wie möglich rausziehen, damit da hinten nicht so viel Kabel drin ist. Aber eigentlich ist da auch Platz genug. So, und jetzt können wir unser Autoradio auch schon wieder anstecken. So, den wieder ganz aufmachen. Den Verriegler ganz öffnen. Einstecken. So. Und wieder zumachen. Damit ist der drin und das gute Stück angedockt. Unsere Endstufenfernbedienung, die bauen wir ja auch noch ein und die bauen wir hier in das Fach rein. Das können wir hier auf dem Teppich nachher festmachen. Dann machen wir da gar nichts großartig kaputt oder irgendwie sowas, verschrauben das. Hier kann ich es auf jeden Fall super bedienen, kommt klasse dran. Und ich kann jetzt hier mein Kabel hervorragend durchziehen, weil da ist mein Durchgang. Den kann ich nach vorne ziehen. Das machen wir doch gleich. Ja, so viel Kabel brauchen wir gar nicht. Alles zurück. Das lassen wir mal so drin hängen. Den Rest können wir nachher verstauen. Und wir setzen das Ganze schon wieder ein und haben unser Kabel schon mal da, wo wir es brauchen. Das restliche Kabel können wir direkt unter der Konsole mit hier verlegen und legen das hier vorne mit rein. Dann bin ich nämlich hier unten drin. Dann habe ich es hier auf der Seite. So, da haben wir
das restliche Kabel nochmal nachziehen und die Konsole andocken. So, that's it. Dann haben wir da das Kabel hier drin, unterhalb der Konsole. Das Kabel können wir entsprechend direkt über unseren Radioschacht ebenfalls nach vorne ziehen. So, und kommt dann da wieder raus. So, wir nehmen gar nicht so viel Kabel, den Rest verstauen wir hier drin und binden schön zusammen. Und damit können wir das ganze Stück wieder zusammenbauen. So, und das ganze gute Stück wieder hier einfahren. Halt, machen wir das wieder raus und fahren das hier unten rein. Hängen es oben ein. So, jetzt ist es oben drin. Da unten die zwei Schrauben fest rein und die Konsole wieder auf Position bringen. Wo sind wir denn? Ah, jetzt sind wir richtig. Genau. Und jetzt können wir auch schon alles wieder zusammenbauen. Weil das doch einige Stecker sind, die man wieder reinstecken muss und ich euch natürlich eine gewisse Sicherheit geben mag, zeigen wir euch jetzt nochmal Stück für Stück, wie man es wieder zusammensteckt. So, weil wir das Ding ja so zusammenbauen müssen, ist jetzt praktisch das unser erster Stecker. Das ist der mit dem längeren Kabel, der genauso ausschaut wie der für die kürzere Seite hier drüben. So. Passt das schon? Nee, muss richtig einrasten. Jetzt eingerastet. So, jetzt kann ich ihn wieder zurückdrehen, dann seht ihr es besser. Müssen wir vielleicht doch so ran, oder? Ich nehme mal an, das ist der hier. Jawohl. Zack, Nummer 3. Da will sich schon einer flüchtigen. Dann haben wir, so, dann drehen wir uns so rum. Jetzt haben wir da drinnen noch einen. Das war vermutlich der hier. Ne, kann das sein? Dann war es der hier. Jawohl. Der muss ja hier, da ist er. Hier ist er. So, das ist, jetzt war es wie viel? 1, 2, 3, 4, 5 Stecker. Jetzt können wir das Ganze wieder ein bisschen rumdrehen. Dann haben wir den hier. Der kommt von da unten dran, das ist Stecker Nummer 6. Der da dran kommt hier oben rein, Nummer 7. Jetzt haben wir hier noch und da noch. Dann können wir den ein bisschen wieder runterdrehen. Fangen wir mit dem großen hier an. Halt, der gehört, glaube ich, so rum rein. Ja, genau. Und muss dann so verriegelt werden. Zack. Jetzt haben wir hier einen. 9, also 9. Danke Moritz, du zählst mit. 10. Da unten 11. Und der da dran 12. Das ist nämlich, der gehört jetzt noch hier rein. Das ist auch ambiente Beleuchtung. Tatü. Das war's, oder? Haben wir sonst keine Stecker mehr rumliegen? Dann können wir unser Tuch wieder rausnehmen. Ja, hier ist nichts mehr. Der Stecker ist nachher von dem Teil hier unten drin. Das werden wir gleich sehen. So, dann fahren wir den da vorne. Also einmal in die Konsole wieder rein. Ganz unten rein. So. Und können den jetzt versenkt darunter wieder festschrauben. Das war's. Dann kommt unsere Schaltereinheit. Die hier. Die stecken wir wieder an. Das Kabel ein bisschen nach vorne reintun und das so einführen. So, und festschrauben. Gummis wieder hier reinmachen. Und damit ist das erstmal wieder fertig. Und jetzt machen wir noch die Fernbedienung fest. Das ist ja unser Stoffeinsatz von dieser Konsole, von dem Loch, von dem Staufach. Und das probieren wir jetzt hier mit drauf zu machen. Und das geht wunderbar mit Klettband und das schneiden wir uns schnell zurecht. Wir legen euch das natürlich auch in den Lieferumfang. Ist da logisch? Zwei so Streifen drauf, dann hebt das richtig gut. So, und das positionieren wir jetzt hier, weil hier können wir unser Kabel jetzt noch durchziehen und dann ist es direkt unten schon angesteckt. Ist doch mega. Da können wir jetzt den Stecker durchziehen, einstecken und jetzt das ganze Baby
hier rein drücken. Das gehört unten in die Führung hier rein und da rein. Und jetzt können wir alles halt, wir müssen das Kabel da unten drin in dem Schacht verstauen. So, und damit ist alles geschwätzt. Da muss man ja nicht so oft dran an das Ding. Wenn man Spaß hat, kann man den Mode umschalten. Jetzt sind wir wieder im Beifahrerfußraum. Ich habe das Kabel für die Endstufe hier schon schön runtergelegt. Das ist eigentlich alles gar kein Thema, da ist Platz genug. Und wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, dann schaut es schön aus. Hier liegen jetzt auch bereits das Center-Speaker-Kabel. Das habe ich hier abgelenkt auf die Länge, die ich brauche. Wir haben hier einmal den linken Woofer und einmal den rechten Woofer. Und wir haben jetzt auch den Anschlussblock für Center-Speaker, rechter und linker Woofer. Die brauchen wir jetzt bloß noch zusammenstecken. Und ich sage euch jetzt ganz genau, bitte immer beachten, die Kabelfarben richtig zusammenstecken, welche Farben zusammengehören. Mint-Weiß ist Minus und Minus auf den linken Woofer, das ist das schwarze Kabel hier. Dann haben wir das ganz Minte ist Plus, ist das Plus von der linken Seite vom Subwoofer. So, fertig. Rot-Grau ist das Minus vom rechten Subwoofer. Ich habe das alles schon vorgepinnt und vorgequetscht, das müsst ihr noch machen. Und das Weiß-Rote oder Rot-Weiß kommt mit dem Roten zusammen vom rechten Subwoofer. Beim Center Speaker haben wir das ganz blaue Kabel. Das ist das hier. Gehört auf, das ganz blaue Kabel ist Plus. Und Plus ist der hier, weil wir haben vorhin ganz klar gesagt, das mit dem Streifen ist Minus. Also machen wir die zusammen. Minus, also Lautsprecherkabel mit roten Streifen auf Kabel blau-schwarz. Damit haben wir das jetzt alles verkabelt. Wir können das noch mal ein bisschen schön mit Isolierband jetzt zusammen machen. Und das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist unser Stromkabel. Und das haben wir für euch ja auch schon so weit vorbereitet, dass ihr das nur noch in den Anschlussblock hier reinmachen müsst. Und die zwei Kabel da unten an den Sicherungshalter mit aufklemmen und auf den Massepunkt mit aufklemmen müsst. Wir haben hier unten drin, das kann man aufklappen, einen freien Anschlussblock. Und der hier mit 60 Ampere, den nehmen wir und klemmen unser Plus drauf. Und im Lieferumfang von unserem kleinen Kabelkit, den wir euch ja auch beilegen, ist bereits eine Mutter mit dabei, damit ihr das hier draufklemmen könnt und festschrauben könnt. Und mit einer 13er Nuss macht ihr den Massepol auf. Also das ist hier Karosseriemasse. Den könnt ihr ganz einfach wegmachen und das Plus, das Minuskabel hier mit auflegen. Und machen das wieder fest und damit haben wir die Stromversorgung schon für die Endstufe. Ist doch super easy. So, Deckel zu. Und das legen wir jetzt alles schön zur Endstufe. Kommen wir zum Finale der Installation. Jetzt brauchen wir die Endstufe. Nur noch einmal hier anstecken und den hier anstecken. Der Kabelkit hat uns so viel Arbeit erleichtert. Das machen wir noch mal weg hier. Das ist unsere Remote-Leitung von der Fernbedienung. Und da unten haben wir noch die Stromversorgung. So, wie geht der rein? So. Und das ist alles, was wir hier brauchen. Und die Leitung von der Fernbedienung, die stecken wir auf der Seite ein. So, und damit wir alles vollständig haben, unser USB-Kabel, wenn mal jemand auf die Endstufe drauf will, legen wir das gleich mit rein, damit wir uns dann mit dem Laptop jederzeit draufpacken können. Und jetzt machen wir die Endstufe lediglich so hierher. Wir machen jetzt unten noch ein Bitumenbad rein, damit es nicht wackelt und klappert. Ansonsten ist es fertig und da kommt jetzt gleich nochmal wieder die Kunststoffklappe oben drauf und dann ist alles verschwunden. Ich habe für euch jetzt schon alles richtig geil eingestellt. Der ganze Prozessor,
über Laufzeitkorrektur, Equalizing, Filtereinstellungen und so weiter, dass es alles wirklich richtig geil ist. Jetzt mit unserem spielenden Center, also jetzt haben wir einen Center-Lautsprecher, der auch Musik macht, nicht nur für SOS-Sprache da ist, sondern jetzt geht's an die Musik. Und jetzt zeige ich euch zumindest mal kurz an drei Liedern, dass das sich schon rentiert hat. Also übrigens habe ich ja jetzt hier auch noch meinen Regler, da kann ich jetzt auch noch richtig Stoff geben und die Bässe da unten separat regeln. Und jetzt gib mal Gas. Alter. So, jetzt voll auf, ihr hört schon, es ist laut, jetzt ist es richtig laut. Und jetzt können wir auch noch mehr Bass reinziehen. So hört sich übrigens ohne Bass an. So, dann haben wir noch was Schöneres, so zum Hören. Stimmen haben wir jetzt hier richtig schön auf dem Armaturenbrett zentriert. Also es ist echt mega. Und jetzt noch was für die Bassfreaks. Voll auf! Bass! Ohne Bass! Mit Bass. Also Leute, ihr hört schon, das ist Ruhe jetzt. Ruhe, Ruhe. Mercedes, das Mercedes-Radio, wo sich ganz easy nach vorne spulen und skippen lässt. Ah, das ist ein anderes Thema hier. Aber der Sound ist jetzt richtig Schmackes. Übrigens können wir natürlich jetzt auch mit unserem Switcher hier in unserer Fernbedienung zwischen Setup 1 und Setup 2 hin und her schalten, wenn man offenes Verdeck hat oder geschlossenes Verdeck, das natürlich dann nochmal, wenn offen ist, da unten nochmal ein bisschen mehr rausgezuzelt wird, dass das nicht alles verschwindet, der Bass. Das alles machen wir jetzt mit Match Soundanlage. Jetzt erwarten wir euch natürlich noch im zweiten Video, wo wir noch die hinteren Lautsprecher in Komponentenlautsprecher austauschen und nicht nur so einen ekelhaften Breitbandlautsprecher drin haben, was so ein Auto einfach nicht verdient hat. Ich zeige euch, wie das hinten auseinanderbaut wird mit ein paar Handgriffen, damit ihr da keine Angst davor habt. Und ja, insofern freue ich mich auf ein Wiedersehen im nächsten Teil und bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Abo da. Bis dann, euer Olli.